Das Thema von heute, die heilige Sprache. Mein Banknachbar hat das gerade gelesen und gesagt, das Walliser Deutsch. Ja, das ich weiss, es gibt solche, die das fest behaupten, ganz konsequent. Und lass uns aber heute gehen, die heilige Sprache. Johannes 3,16 kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Nicht verloren gehen. He? Und genauso wichtig ist auch 2. Timotheus 3,16. Und dort heisst es, jede Schrift ist von Gott eingegeben. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung. Und als Student habe ich immer so gefragt, was heisst das wirklich? Eingehaucht. Ja, wie göttlich ist denn eigentlich das Wort? Und eigentlich, das hat mich so, die Frage bin ich immer so nachgegangen. Was heisst das eigentlich? Die heilige Sprache. Man sagt, früher haben die alten Erweckungsprediger immer gesagt, je höher unsere Ansicht über Gottes Wort, desto mehr prägt das unser Leben. Je höher als ich die Bibel einschätze, das hat Konsequenzen für mein geistliches Leben. Im Studium tut man Hebräisch übersetzt wie Französisch. Dann übersetzt man Hebräisch wie Englisch. Und in den letzten Jahren, als ich mich so ein bisschen mit der Grundlage beschäftigt habe, habe ich gemerkt, hey, das Hebräisch, das ist so viel mehr. Das ist ein heiliger Spruch. Leider ist das unserer Kirche abhanden gekommen. Es ist irgendwie so, was es wirklich bedeutet. Die Reformatoren haben das noch so ganz lebendig gehabt. Es hat jeder Buchstabe, ist wichtig. Jeder Buchstabe. Und dann die Aufklärung plötzlich. Und plötzlich ist es nicht so wichtig geworden. Die messianischen Juden, die Juden, die an Jesus glauben, und die Juden selber, die haben noch so die ganz hohe Einsicht über Lashon HaKodesh. Sag das mal, Lashon HaKodesh. Also perfekt, das heisst die heilige Sprache. Nur müsst ihr euch vorstellen, das sind die 22 Buchstaben vom hebräischen Alphabet. Und der ihre Vorstellung ist, und das ist gewaltig, und aufgrund von diesen 22 Buchstaben besteht die ganze Realität. Das ganze Universum ist aufgrund von diesen 22 Buchstaben entstanden. In dem ist das ganze Universum enthalten. Jegliche Wahrheit. Es ist unglaublich. Und wenn man das mal so ein bisschen gefühlt hat, dann kann man nur sagen, wow, das ist so genial. Und das würde ich euch heute ein bisschen so zeigen. Das ist so ein riesen Thema, ich möchte aber so ein paar Körner geben, dass ihr vielleicht auch selber könnt dem nachgehen könnt. Das Inselexperiment. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Im Studium bin ich mit dieser Idee schon beschäftigt gewesen. Stell dir vor, du bist allein auf einer Insel. Nur die Bibel. Und nachher vergisst du mal den ganzen Zeitgeist. Alles, was dir deine Eltern gesagt haben, die ganze Gesellschaft. Nachher überlegst du mal, wie würde ich meine Familie, wie würde ich das Familienleben führen? Wie würde ich leben? Wie lebe ich meinen Glauben? Was mache ich mit meinem Beruf? Und dann merkt man, das sind heftige Fragen. Und plötzlich merkt man, hey, das ist, wie viel man hier eigentlich geprägt ist. Und auch wenn es ganz viele, die Reformatoren haben ja diese Frage als erstes gestellt. Allein die Bibel. Was machen wir, wenn wir nur die Bibel haben? Ein paar haben die Frage radikaler beantwortet als andere. Sollten wir Ostereier färben? Sollten wir einen Weihnachtsbaum aufstellen? Alle so Sachen. Und die Frage. Und trotzdem, wenn es so eine grosse Freiheit gibt, um zu sagen, ich mache es so. Aber die Frage zu stellen als Protestant, finde ich, ist doch etwas unglaublich Wichtiges. Dass wir uns bewusst sind, wieso wir etwas machen. Und dann habe ich gemerkt, aber es geht noch viel weiter, das Inselexperiment eigentlich. Weil schlussendlich ist die Frage, wenn wir nur die Bibel haben, wie verstehen wir eigentlich die Worte, die dort drinnen stehen? Die Worte. Definieren wir die Liebe, anhand nur von der Bibel. Ich muss mal überlegen, wie viel, was wir an Liebe verstehen, ist eigentlich vom Zeitgeist bestimmt. Bestimmt von dem, was uns Gesellschaft sagt. Und das haben die Frage, die mich so beschäftigt.
Und genau da ist es genial. Aber genau so kommt manchmal vor, wenn wir die Bibel lesen, oder? Immer so von der einen Seite. Und da ist eben eigentlich das Hebräisch so das Geniale. Weil in der Kommunikation, wenn Gott mit uns reden will, ist auch die Frage, was, wir müssen die gleichen Wörter, müssen wir gleich verstehen. Sonst geht es ein Krüsimüsi. Sonst geht es ja irgendwie nicht. Und genau da hilft uns eben das Hebräische. Nylon, das Wort. Wisst ihr, wieso Nylon Nylon heisst? Das kommt davon, es hat zwei Fabriken gegeben, die Nylon hergestellt hat. In New York und London. Nicht verstanden. Super, oder? Oder wie Röntgen, das kennt ihr ja. Wieso heisst Röntgen Röntgen? Weil es der Röntgen erfunden hat. Das hat null Bedeutung mit dem Wort. Und deshalb schon mal die wichtige Frage. Welcher Spruch steht eigentlich am Hebräisch am nächsten? Was meint ihr? Was? Was? Walliserdeutsch oder was? Ja, ich höre, hörse. Aramäisch. Oder was? Ja. Aramäisch ist eine Schwester. Ja. Arabisch. Ja. Das gefällt jetzt den Lonzianer. Aramäisch, bester Spruch, genau. Und zwar, am nächsten ist eigentlich Chemie. Chemie. Die Lonzianer tun jetzt das Herz voller Freude. Aber stell dir vor, Kochsalz, Natriumchlorid. Und wenn das eigentlich griechisch ist, oder das sind ja unsere Wörter, griechisch. Und trotzdem sagt es etwas über das Wesen von Kochsalz. Natrium und Chlorid. Genauso wie H2O. Zwei Wasserstoffatom und eben Sauerstoffatom. Und genau so ist eigentlich das Hebräisch. Jedes Wort sagt etwas über das Wesen. Sagt etwas, was es wirklich bedeutet. Und das ist, wenn man das mal erkennt, dann denkt man, wow, so genial. Und dann kommt immer die Frage, ja, jetzt ist das überhaupt ein christliches Konzept? Denken wir nur an die Johannesprolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles ist durch dasselbe entstanden. Oft wird das so interpretiert, also haben das gelehrt, die Theologie. Er ist der Logos, das Wort, griechisch. Ja, das ist einfach Weisheit, einfach Vernunft. Oder er ist einfach der, was ordnet. Aber es ist viel konkreter. Er ist da wahr. Er ist wahrhaftig das Wort. Er ist das hebräische Alphabet. Das ist unglaublich. Und dann ist du nicht wieder so, Gott, du bist so genial. Unglaublich. Und du hast aber für zwei Sachen genau das gleiche Wort. Da war, kann nämlich Wort heissen oder die Sache. Das ist ja perfekt, oder? Alles ist entstanden durch das Wort. Und da denke ich nur, Halleluja, genau so, das hat doch unsere Physik. Je mehr ins Atom hineingang, desto mehr verschwindet die Materie. Bis schlussendlich nur noch Strings sind. Schlussendlich nur noch das Wort. Schwingung. Jesus, das Wort. Deshalb sagt man Hebräisch, das ist bei der messianischen Jura ganz tief drin, es ist die DNA der Schöpfung. Wenn ich das Hebräisch verstanden habe, verstand ich das wahre Wesen von allem. Das ist auch ganz interessant. Genesis 1,1 heisst es Bereshit bara Elohim. Und dann kommt ein Wort, das du nicht übersetzen kannst. Das heisst, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber dort ist das Et, seht ihr dort das Aleph? Hier, das da. Das ist das Aleph und das Taf, das kannst du nicht übersetzen. Er schafft. Und das heisst noch wie, jetzt kommt das Objekt, Aleph und Taf. Er schafft Aleph, der erste Buchstabe, und das Taf, der letzte Buchstabe. Und für die Juden ist es klar, messianische Juden, Jesus ist das Aleph und das Taf. Er ist nicht nur Alpha und Omega, das kommt ja eigentlich, das haben sie ja nicht übernommen. Er ist nicht Alpha und Omega, er ist nicht eine griechische Gottheit, er ist das Aleph und das Taf. Gott schafft durchs Alphabet die ganze Schöpfung. Ich finde das gewaltig. Vielleicht langweile ich euch damit, aber ich finde das raubt mir den Verstand. Er ist das Alpha und das Omega, das Aleph und das Taf. Ihr kennt doch alle das Wort Abracadabra, oder? Hat ihr gewusst, dass das Hebräisch ist?
Avrakadavra, ich erschaffe, während ich spreche. Eigentlich etwas, was nur Gott machen darf. Oder wenn man den Hase aus dem Zylinder zieht. Aus dem Nichts. Oder? Gewaltig. Und jetzt kommt eben auch noch etwas. Gott hat ja gesprochen. Und es heisst im Genesis, er benennt es auch. Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Er nennt es Shamayim. Und jetzt können wir uns fragen, meint er das nochmal? Oder ist es einfach nur ein Witz? Einfach so, oder heisst es irgendetwas anderes geheissen? Oder nennt er es wirklich Shamayim? Und das ist das Geniale. Er nennt es wirklich so. Unglaublich. Deshalb sagt man, wenn man es Hebräisch verstanden hat, hast du eigentlich die Enzyklopädie von der Schöpfung. Dann bist du schlussendlich, je mehr als du das verstehst, verstehst du Gottes Gedanken. Also, hat er auch schon mal genannt, wieso als Adam Tiere benennt. Das ist so komisch, so macht er das. Oder? Er benennt die Tiere. Und das sagt man ganz klar. Da sagen die messianischen Juden, der Adam hat das gewusst. Er war in dieser Sprache bewandert gewesen. Und hat diesen Tieren wirklich einen Namen gegeben, der zu ihrem Wesen passt. Das ist ganz interessant. Zum Beispiel ein Hund ist im Hebräischen verbunden mit Herz. Einer, der einem am Herz nahe ist. Der beste Begleiter vom Mensch. Zum Beispiel so Sachen, oder? Und eben Genesis 11,1. Und dann müssen wir uns überlegen, können wir das wirklich so glauben? Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache. Er meint, das ist Oberwalliserdeutsch. Gell? Oder ist das wirklich noch viel konkreter? Und ist das wirklich Hebräisch? Und die Sprachenverwirrung. Es gibt solche Sprachwissenschaften, die sagen, alle Sprachen schlussendlich kommen vom Hebräisch. Und sogar noch das Walliserdeutsch, oder? Sprachenverwirrung. Schauen wir es mal an. Das L. Fast praktisch überall genau gleich, fast. Wohlan, lass uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. Es ist interessant, wenn ich mit Theologen über das rede, von etwa so 30 guten Pfarrkollegen, die ich kenne, da diskutieren wir so über das. Das ist eine Frage, theologisch. Ist das Hebräisch von dem betroffen? Ist vom Sündenfall betroffen? Ist das ein Spruch einfach völlig... Oder ist da noch etwas übrig geblieben von Gottes, eben, nein, ich würde sogar sagen, es ist bewahrt worden, wahrhaftig, bis ins kleinste Detail hinein. Und das hat, alles hat eine Bedeutung. Biblische Namen, wir kennen es. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Prophetie kennt. Wenn man die ersten von Adam Nachkommen tut auflisten, oder? Adam, Seth, Henoch, oder? Ja, Kenan. Und wenn man das dann tut, schauen, was das bedeutet, ist das eine Prophetie auf Jesus Christus. Der Mensch, eigentlich der Adam, Ursprung zum Sterben bestimmt, in Kummer zu sein. Der gesegnete Gott tut aber niedersteigen, um die Menschen zu lehren. Und seinen Tod wird der Verzweifelte Ruhe bringen. Dann denkst du mal so, oh, okay, das ist nicht noch... Interessant, nicht wahr? Jetzt kannst du sagen, das ist doch eine Spielerei. Das habe ich früher auch gedacht. Das ist doch eine Spielerei. Das Problem ist, du hast Tausende von Sachen in der Bibel. Tausende. Wie wissen wir die Bedeutung von einem Buchstaben? Für uns ist einfach ein A die Form, oder? So sieht ein A aus, oder? Und es klingt so. Fertig. Für den Hebräer ist es aber noch viel mehr. Und zwar, jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Jeder Buchstabe hat eine Zahl. Und jede Buchstabe, das ist noch ganz interessant, die erste Erwähnung in der Bibel bestätigt, was es wirklich bedeutet. Ich werde das kurz euch zeigen. Bedeutung von diesen Buchstaben. Das ist das Alphabet, 22 Buchstaben. Ursprünglich hat es aber anders ausgesehen. Nämlich so. Das sind die, wo man... Wir können nicht weiter zurückgehen als die piktografische Schrift, die wir gefunden haben. Seit tausenden von Jahren. Wir können nicht weiter zurückgehen. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch... Es gibt Leute, die sagen, das ist eine niedere Schrift, so minder entwickelt. Das ganze Gegenteil. Unsere Sprache
ist minder entwickelt. Die ist genial. Und da seht ihr, all das bedeutet etwas. Das hier ist zum Beispiel, seht ihr das, was das ist? Für ein Bild, das ist ein Ochsenkopf. Einverstanden? Das ist ein Zelt, das ist ein Hacker, das ist ein Zelt, die Zelttüre, das ist einer, der so aufsteht, das ist ein Zeltpfosten, gell? Und so kann alles durchgehen. Also, das ist ein Auge, das ist ein Maul, das ist ein Kopf, das ist ein Kreuz. So interessant. Das ist das Wasser, das ist ein Hirtenstab, das ist ein Samen. Einfach so. Gesetzprinzip. Und man hat die gefunden. Das haben wir so gefunden. Die ältesten hebräischen Buchstaben. Da seht ihr da, der Ochsenkopf. Das hier ist einer der ältesten Inschriften von Gott. El. Gott. Aleph und das Lamet. Und jetzt ist das Geniale. Das Hebräische ist im Gegensatz zu unserem Denken immer konkret. Immer. Wir sind immer so abstrakt. Das Hebräische tut alles als Abstraktesten erklären mit den fünf Sinnen. Alles. Das ist wie, wenn ich euch würde sagen, zeichnet mir mal, was ist Sagen? Kannst du das erklären? Kannst du das schmecken? Erklär mal Liebe. Zeig mal, dass ich die Wahrheit anfühle. Was ist das? Und, fünf Sinne. Jetzt würde ich euch das zeigen, weil wie die Juden mit dem Wort umgehen. Und das ist so schön an den messianischen Juden. Die gehen so spielerisch mit dem Wort Gottes um. Die gehen so leicht und so tief in das Wort rein. Das ist unglaublich. Das ist jetzt der erste Buchstabe, das Aleph. Ochsenkopf, he? Ein Ochse, gell? Und jetzt für den Hebräer bedeutet das nicht einfach Ochs. Das bedeutet Stärke. Das ist das Tier von den Hebräer, wo das stärkste Tier, das ist das, was gezogen hat. Es bedeutet der Anführer. Es bedeutet der, der anführt, der, der beschützt. Das ist ein unglaubliches Denken. Und Gott, das läuft immer weiter. Was ist denn so ein Ochs, oder? Oder hier, das ist das Bett, das ist der zweite Buchstabe. Das ist der Grundriss von einem hebräischen Zelt. Da sieht man, das ist so ein Zelt. Das ist die Männer. Von oben her. Das Haus. Das ist nicht nur das Haus, das ist die Familie. Das ist, oder? Das ist all dieser Bereich. Und jetzt das Interessante. Vater. Erklärt mir mal, was ist ein Vater? Was ist ein Vater? Für uns ist das einer, ja, das ist einer, der die Brötchen heimbringt. Oder der biologische Erzeuger von meinem Kind. Oder? Im Hebräischen ist es jetzt eben genial. Jeder Buchstabe zusammengefügt bedeutet etwas. Aleph und Bet, der Ochsenkopf und das Zelt. Oder? Ochsenkopf und Zelt. Und das bedeutet praktisch der Anführer oder der, der das Haus beschützt, die Familie, der, der es vorstehen. Oder? Und dann schau nicht auf, dass du immer weiterdenken. Die Jude denkt immer weiter. Der denkt nach, ja, im Haus Gottes. Da gibt es aber auch nur einen Anführer. Ah, das ist ja Gott, unser himmlischer Vater. Es gibt ja nur ein Haus in der Bibel. Ah, das ist ja der Tempel. Und wer ist der Herr des Tempels? Unser Gott. Und so geht es immer weiter. Und wenn man das so ein bisschen trainiert hat, das hebräische Denken, dann merkt man, das kommt in Fluss. Das lebt. Du denkst sogar noch weiter, selbst wenn einfach das rattert. Immer weiter. Oder als Beispiel noch Sohn. Das Bett und das Nun. Das Haus und ein Samen. Ja, was heisst das? Der Sohn, das ist der, der das die Familie weiterführt. Der Same des Hauses. Nicht wahr? Oder jetzt Lamet zum Beispiel auch, ist der Hirtenstab. Und das bedeutet Autorität. Das ist der, der die Hirten führen. Einverstanden? Wie Jesus mit seinem Lamet-Stab führt. Und jetzt ist das zum Beispiel hier, L. Das heisst eigentlich schlussendlich nicht Angst. Gott heisst schlussendlich nicht Angst als der starke Autorität. Der die schlussendliche Autorität hat. So wie wir es gehört haben, er ist der Herr, der über den Thron ist, über allem. Oder? Genau. Und deshalb gibt es solche, die sagen, ja, das goldige Kalb gemacht haben. Wie haben sie das gemacht, das goldige Kalb? Es gibt so These, die sagen, vielleicht kommt das von dem. Die haben das zweite Gebot nicht richtig verstanden, macht ihr kein Bildnis.
haben aber doch das nicht ganz mit dem Ochsenkopf nicht ganz richtig verstanden. He? Ja. Jetzt sage ich euch etwas anderes, wie genial das ist. Habt ihr euch auch schon mal darüber gestolpert? Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Für uns immer negativ. So, was soll das eigentlich? Eifersüchtig. Einverstanden. So wie wir es verstehen. Jetzt sag mal, was Hebräisch heisst. Und das ist gewaltig. Die nehmen immer einen Stamm und dann immer etwas dazusetzen. Und dann bedeutet es immer etwas mehr. Das ist das Wort für ein Vogelnest. Das ist ein Kaf und ein Nun. Ein Kaf bedeutet, dort kommt etwas zusammen. Das ist das Bild von der untergehenden Sonne. Das ist dort, wo das Sonnenlicht zusammenkommt. Und das Nun, wie wir schon gesagt haben, der Samen. Dort, wo der Samen zusammenkommt, ist das Nest. Überstanden. Durch eines weiter heisst es bauen. Überstanden. Noch eins weiter heisst es Speerspitze. Okay, das müsste noch ein bisschen weiter erklärt werden. Aber noch eins weiter heisst es eigentlich eifersüchtig sein. Es ist das Bild von einer schützenden Vogelmutter eigentlich, die seine Jungen beschützt. Halleluja. Überstanden. Nicht so das eifersüchtige Gott. Er ist wie die Vogelmutter, wo Stöckli schießt. Sieht mal, Stöckli schießt, wenn der Angreifer kommt. Halleluja. Oder das Angstbeispiel. Werfen. Das heisst, Yara, oder? Werfen. Nachher kann man das immer weitergehen. Werfen kann auch heissen, schiessen, geht eins weiter. Und schlussendlich kommst du zum Wort, die Tora. Es heißt auch wieder Bogenschütz, der etwas abschießt. Oder wie ein Lehrer, der seinen Finger noch immer herzeigt. Gang in die Richtung. Das ist Lebensanweisung. Und genauso müssen wir die Tora verstehen. Das heisst wie, das ist etwas Schlechtes. Da bin ich meine Freiheit berüft. Das ist der himmlische Vater, der uns seine Anweisungen gibt zum Guten. Er sagt, geht in die Richtung. Weiter zu sagen, geht in die Richtung. Ich könnte den anderen Weg gehen. Ich könnte auf der falschen Spur von der Autobahn fahren. Aber es hat Konsequenzen. Geht in die Richtung und der Segen wartet auf euch. Halleluja. Und jetzt als Beispiel, jetzt zeige ich euch gerade, wie weit das geht. Und so gibt es tausende, abertausende Beispiele. Im Jesaja heisst es, ich verkündige von Anfang an das Ende. Prophetie ist das Siegel der Bibel. Von Anfang erklärt der Sandy. Und schon im ersten Wort der Bibel haben wir die Prophetie auf Jesus Christus. Und zwar gewaltig. Das erste Wort, Bereshit. Jetzt kannst du das aufschlüsseln. Bar, das ist erst mal der Sohn auch. Der Sohn, wo Gott ist. Shin ist etwas, was vernichtet. Stirbt durch seine eigene Hand am Kreuz. Also ich finde das gewaltig, nicht wahr? Das sage ich nur Halleluja. Im ersten Wort der Bibel fing mir das drin. Und so geht's. Jetzt denkt immer so, okay, das ist mir auch nicht überzeugt. Verstanden. Das ist ja alles ein Witz, nicht wahr? Und so gibt's Tausende, aber Tausende. Jetzt noch ein Angstbeispiel. Die Form vom Buchstaben bedeutet auch etwas bei den Juden. Nehmen wir jetzt das Aleph. Seht ihr das Aleph hier? Ist der erste Buchstabe. Das besteht aus einem Jod, hier das kleinste Buchstabe, wie Jesus ja sagt, nicht der kleinste Jota, sagt er ja, vom Gesetz wird weggefallen. Nicht der kleinste Buchstabe ist unbedeutend. Kein Jota fällt weg. Das ist der Buchstabe hier. Hier ist Jota, das Jota und das Waf. Jetzt muss man wissen, was Jota bedeutet. Das kann auch heissen Macht. Oder wie mit erhobener Hand habe ich es aus Ägypten geführt, sagt er doch Macht. Es gibt eine höhere Macht und es gibt eine untere Macht. Und verbunden durch ein Waff. Und das weiss ich, das ist der Zeltblock. Das ist etwas, was etwas verbindet. Und deshalb, messianische Juden sagen wie, schon da fingen wir Jesus. Er ist der Nagel, verbindet Gott und die Menschen. Ich verstanden. Das ist wie der Name Gottes selbst. JHWH. Siehe die Hände, siehe die Nägel. Man sieht ja schlussendlich schon dort das Evangelium, dass durch das Kreuz der Mensch zu Gott kommt. Jetzt noch etwas, da habe ich mich immer lustig drüber gemacht. Jetzt
Gematrie. Und zwar heisst das, das gibt es nur im Hebräischen. Griechisch kann es eigentlich auch machen. Aber Hebräisch bedeutet, jeder Buchstabe hat eine Zahl. Und jede Zahl hat eine Bedeutung. Und du kannst das zusammenrechnen. Und das bedeutet etwas. Eben wie 7, wissen wir. Sabbat, das ist Vollendung. Das ist 8, heisst Neuanfang. Einverstanden. 1 steht für Gott. Und so, oder? Und jetzt sind die Juden das zusammenrechnen und das gibt etwas. Und dann merkt, ja, okay, das ist ein bisschen komisch. Gell? Nur das Krasse ist, es gibt, ich gebe euch ein paar Beispiele. Schwangerschaft. Wie lange dauert eine Schwangerschaft? 271 Tage, oder? Schwangerschaft, das ist das Wort für Schwangerschaft. Rechnest du das zusammen? 5, 210, dann kommst du auf 271. Okay. Eben, denkst du, ich weiss, was du noch denkst. Geschenkt. Gell. Ja, Shana heisst das. 355, so wie der göttliche Kalender. Nicht unser päpstlicher Sonnenkalender. Der wahre göttliche Mondkalender hat 355 Tage. Okay. Aber jetzt noch etwas. Das heisst Schnee. Schelleck. Wie entsteht Schnee? Das geht doch durch, wenn sich Wassermoleküle immer wie kontrahieren, oder? 333. Man sieht schon selbst in dem Innen eine Kontraktion von dem Innen. Eben, und jetzt sagt man, das ist alles nur Zufall, oder? Das Problem ist, es gibt Zehntausende von denen. Ich weiss nicht, ob ihr den Weinreb kennt, das ist ein Jude, sehr bekannt. Der hat gezeigt, dass zum Beispiel der Schöpfungsbericht. Für uns ist das immer so, es gibt einen Schöpfungsbericht und einen zweiten. Und irgendwie so, ist das irgendwie Ergänzung oder so, oder? Was machen wir da? Und er konnte zeigen anhand von der Gematrie, das ist so genial komponiert, das kann ein Mensch gar nicht geschrieben haben. Unmöglich. Mathematisch, das kannst du gar nicht. Einverstanden. Also wenn du mal Weinreben mal in die Hand bekommst, dort das mal lesen. Noch gibt es noch das Gesetz der Ersterwähnung, wo sie einfach sagen, der erste Buchstabe sagt, was etwas ist. Eben wie hier. Elohim ist das erste Buchstabe mit einem Aleph. Deshalb steht das Aleph für eins, für das Göttliche, für den Anführer. Oder? Und jetzt das Adam. Das ist das Wort für Adam. Das ist Mensch. Mit diesem Wort kannst du den Mensch erklären. Ich habe mal über eine Stunde lang nur über das Wort gesprochen. Nur über das eine Wort. Das ist gewaltig, was da alles drin ist. Du denkst, die göttliche Weisheit. Da kannst du erklären, wie H2O. Adam. Okay. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Adam, das Aleph, haben wir ja schon gesehen, steht für das Göttliche. Einverstanden? Das Wort, das heißt Dam, steht für das Blut. Schon interessant, wenn wir Genesis lesen. Im Blut ist das Leben. Bis heute das Geheimnis. Im Blut ist das Leben. Ad kommt von Hauch. Hat nicht Gott Adam in die Nase eingehaucht, den Geist? Und natürlich, wenn man noch das H vorne dran kommt, kommt Adama, der Erdboden. Und das ist alles da drinnen. Und da kann man so viel rausnehmen. Deshalb ist so die Frage, ja, kann man so, anhand von dem kann man die Frage beantworten, wird der Mensch wirklich glücklich, wenn er sich nur noch mit dem Göttlichen beschäftigt? Wenn er ins Kloster geht, völlig abgesehen, nur noch sich fürs Geistige interessiert. Und so sagen die messianischen Juden anhand von dem eben nicht. Er ist das Göttliche, aber eben auch das Irdische, das Dam, der Erdboden. Unsere Aufgabe ist als Mensch, das Göttliche und das Weltliche zu harmonisieren, zu verbinden, in allem, wo wir sind, überall, wo wir stehen, überall das Göttliche reinzubringen. Deshalb gibt es auch keine Klöster bei den Juden. Adam, das Dam, Blut. Von wem haben wir unser Blut? Vom Vater und Mutter. Einverstanden? Vater und Mutter, das ist Vater, das ist Mutter. Wenn das zusammenzählst, 3,
41, kommst du auf 44. Das zusammengerechnet, geht das zusammen. Finde ich noch interessant, aber jetzt, was eben auch noch interessant ist, in diesem Wort Adam ist der Name Gottes drin. Das ist der Name Gottes, der Heilige Name, was wir nur mit Herr übersetzen. Wenn man das ausschreibt, jedes Wort hat eigentlich ein, das ist ein Jod. He, Waf, He. Das zusammengerechnet, geht 45. Das Göttliche im Mensch, wie das Aleph. Und das ist interessant, gerade vor ein paar Jahren haben jüdische Genetiker in Israel herausgefunden, DNA ist der Name Gottes drin. Und zwar in der Sulfite Bridge. Das ist immer eine Abfolge 10, 5, 6, 5. Immer. 10, 5, 6, 5. Es ist praktisch, in unserer DNA ist der Fingerabdruck Gottes enthalten. Wenn du mal das nachsuchst auf Google, gib mir mal ein, ich finde tonnenweise. Jetzt noch ein anderes Beispiel. Wann habe ich angefangen? Schon wieder vergessen. Mögt ihr noch ein bisschen? Definition von Liebe. Definieren wir die Liebe anhand vom Hebräischen. Was ist Liebe? Wenn ich sage, ich liebe Fisch. Moment mal, wenn ich einen Fisch liebe ich nur den Geschmack von totem Fisch an meinem Gaumen? Oder? Oder wenn ich einen Fisch liebe, müsste ich ihn doch eigentlich in die Freiheit lassen, oder? Einverstanden? Das ist eigentlich nur egoistisch, oder? Ich liebe Fisch, gell? Eigentlich heisst es schmeckt mir gut, gell? Ahava. Das ist die Liebe. Es ist ganz interessant, was das Wort für uns bereithaltet. Ja, meine Brille nicht dabei. Okay, muss so schauen. Ahava. Das ist interessant. Das Aleph ist 1. Das Bet ist numerisch 2. Gematrie. Und jetzt das He, Gesetz von der ersten Wendung, wissen wir, das kann auch Ga heissen. Oder? Das hier. Das ist wie 1 gibt dem 2. Oder? Und das sehen wir eigentlich praktisch immer überall, wenn wir das Wort anschauen. Liebe im Hebräischen heisst Megid. Das ist wie die Mutter. Wieso liebt sie Kind? Das geht nur. Es geht und geht und geht und geht. Das ist Liebe im hebräischen Verständnis. Oh, da, voilà. Ja. Und das Interessante ist, Ha steht auch für Ist, Haya. Als würde es heissen, 1 ist gleich 2. Und das ist hochinteressant, wenn man das Ava zusammenzählt, 13, gibt das Gleiche wie Echad. Und das heisst 1. Liebe ist dort, wo wir 1 werden. Das ist hochbiblisch, ich verstehe. Egal. Es ist eigentlich praktisch, Liebe ist, wenn ich so viel gebe, dass man 1 wird. Ich will dir so viel geben, was ich mir geben würde. Und ich sehe dich als einen Teil von mir an. Wir sind 1. Und ich denke, das ist auch die Ehe. Männer und Frauen. Das bedeutet Ish. Und das ist Isha. Das Interessante, das J und das H, das kann ich sagen, das ist Spielerei, aber das machen die Juden so. Das ist die Kurzform vom Namen Gottes, wo wir immer wieder finden. Das steht für Ja. Oder? Da manchmal sagt so, Halleluja, oder? Gelobt sei Ja, der Name Gottes. Jetzt ist interessant, wenn Mann und Frau zusammenkommen, ist das Göttliche komplett. Aber eine Ehe ohne Gott, wenn du das streichst, das J und das H, hast du zweimal das gleiche Wort. Und das bedeutet Esch. Und das bedeutet Feuer. Autsch. Ja. Also nicht steinigen gell, mich. Ja. Und jetzt noch ganz kurz, nur zum Sagen. Hat auch schon mal gemerkt, dass die Bibel, wenn man das liest, das hat mal ein Konfirmant gesagt. Er hat wie gesagt, so geniale Fragen, die ich stelle. Konfirmant sagt, wenn man die Bibel liest, das tut so, das tut so nicht lebendig. Das tut so tot. Sprache Kanaans. Furchtbar. Muss man das nicht neu machen?
ist eben gerade das Gegenteil der Fall. Gerade das Gegenteil. Weil wir haben aber nur verlernt, anders zu denken. Wir denken griechisch, wir denken total griechisch, in allem. Wir müssen aber hebräisch denken, weil die Bibel ist von Hebräer für Hebräer geschrieben. Und ich will euch nur ein paar Sachen sagen, nur ganz kurz, dann bin ich fertig. Vier Sachen, die ihr merkt, so denken wir und so denken die Hebräer. Sie denken abstrakt. Friede. Vater. Keine Ahnung, was das bedeutet. Weißt du, so rein zum Fassen. Der Hebräer im Konkret. Immer mit den fünf Sinnen. Genial. Wir lieben Adjektive. Ah, wir sind Griechen, wir lieben Adjektive. Überall fletschen wir unsere Adjektive her. Wieso? Wir interessieren uns immer für das Erscheinungsbild. Wie etwas aussieht. Wir wollen die Arche Noah malen. Aber der Hebräer interessiert sich für das gar nicht. Er interessiert sich für die Funktion von etwas. Oder? Und deshalb, uns fehlen immer die Adjektive in der Bibel. Das macht bei uns den Text so lebendig. Aber das ist eben das Geniale. Im Hebräischen ist das drin, im Substantiv. Und das immer Schöne, bei uns geht es immer ums Wesen. Keyboard. Ihr redet über das Keyboard, das ist einfach so für sich. Oder? Aber der Hebräer tut immer eine Beziehung zu etwas aufbauen. Immer persönlich. Bei uns ist immer einfach Keyboard. Aber für den Hebräer ist es eben aktiv. Wenn der einen Baum beschreibt, dann kann ich einfach Baum sagen, dann sieht der Baum aber lebendig. Der muss nicht sagen, ein lebendiger Baum, was er sieht. Der sieht das. Deshalb wirkt für uns die Bibel so trocken. Aber der Hebräer, wenn der Hebräisch liest, für den ist das lebendig, der stellt sich das vor. Genial. Wie würdet ihr mir den Gegenstand beschreiben, wenn ihr das jetzt das wüsstet? Beschreibt mal den Gegenstand. Wir sagen gelb. Oder? Ja, gell, irgendwie 10 cm lang. Ein Hebräer sagt, mit dem schreibe ich. Ja. Das, ja. Also, das tun wir mal so ein bisschen. Eben, sagen. Tun wir Sagen erklären? Oder tun wir Wahrheit erklären? Wohlstand erklären? Mit unserem griechischen Denken? Gute Nacht. Psalm 1, Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Da ist alles drin. Der Baum, ihr seht das, lebendig, das steht für den aufrechten Mann, Wahrheit. Das ist einer, der Frucht bringt, Wohlergehen. Das ist einer, der grüne Blätter trägt. Das ist Sagen, das ist Leben. Und das ist eigentlich so das Gewaltige. Aber jetzt, mit dem höre ich auf, noch eine Folie, dann ist fertig. Das sagt immer der Prediger, gell, wenn er noch so ein bisschen. Nein, aber nachher ist wirklich fertig. Das Interessante ist, beim Hebräer, gestern heisst auch hingen. Kommt von hingen, verbunden. Und morgen ist mit hingen, hinter mir verbunden. Das gestern vor mir und das morgen hinter mir. Wir würden doch gerade das pure Gegenteil sagen, oder nicht? Was denken Sie, wieso? Meine Vergangenheit habe ich ja vor mir. Ich sehe sie. Die Zukunft ist mir nicht bekannt. Oder? Es ist mir versteckt. Und mit diesem Bild würde ich eigentlich aufhören. Das Bild beschreibt eigentlich die Ewigkeit im Hebräischen. Olam, das, was hinter dem Horizont ist, nicht mehr sichtbar. Wunderbar wartet etwas hinter uns, aber es ist für uns nicht greifbar schlussendlich. Ich glaube, in der Zukunft im Himmel, wenn wir Walliserdeutsch reden, vielleicht werden wir auch eine Ewigkeit brauchen, um Hebräisch zu lernen. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ich habe euch so ein paar Gedanken geben, dass ihr einfach so ein bisschen merkt, wie gewaltig das Bibel ist. Amen.